angewandte Informatik, das bedeutet, dass man eben sich nicht nur die Sachen ausdenkt wie in der theoretischen Informatik, sondern die Sachen auch macht, Programme schreibt, Datenbanken implementiert und solche Sachen. Ich bin Katharina und ich studiere angewandte Informatik an der Hochschule in Mainz. Ja, der Vorteil an einem dualen Studium ist, dass man halt auch dann den direkten Bezug zu einer späteren Tätigkeit aufbauen kann und dass ich das vorher Gelernte halt direkt anwenden kann. Denn die Inhalte, die ich dann hier an der Hochschule absolviere, auf denen bauen dann auch diese Praxisblöcke auf. Dann findet das auch später Gebrauch in den praktischen Phasen, dass ich dann zum Beispiel für die Landesbehörden eine Anwendung entwickeln darf. Ich bin Lukas und ich studiere angewandte Informatik im öffentlichen Dienst dual an der Hochschule Mainz. Das Studium ist relativ flexibel gefasst, also es gibt nicht so klassischen Vorlesungs- und Übungsbetrieb, wie man es vielleicht von der Uni kennt oder vielleicht auch aus der Schule. Die Veranstaltungen sind oft als Vorlesung gehalten mit optionalen Arbeitsaufträgen, entweder als Workshops in Kleingruppen oder halt alleine. Es gibt viele Praxisprojekte, es gibt kleine Programmierprojekte, wo man dann Anwendungen in der Gruppe entwickelt. Es geht in ganz viele verschiedene Richtungen eigentlich. Es gibt durchaus auch Seminare oder Vorlesungen, wo Teamarbeit durchaus sehr hilfreich ist, weil man eigentlich jede Aufgabe, die man bekommt, wenn man die im Team bearbeitet, geht es leichter und schneller und man kommt eigentlich auch besser zu einem ordentlichen Ergebnis. Die Atmosphäre hier würde ich als kollegial oder freundschaftlich sogar beschreiben. Im Studium haben wir ganz klassisch halt auch Anwendungen geschrieben. Da haben wir so Hochsprachen benutzt wie Java. Am Anfang haben wir aber auch einen Einblick in solche Embedded-Sprachen wie C oder C++ kurz gehabt. Was später auch interessanter wurde, war auch das Schreiben von Web-Applikationen, also auf Basis von JavaScript oder auch TypeScript, dass man dann Apps entwickelt für Endgeräte wie Android oder iOS. Wenn man das Studium erfolgreich abgeschlossen hat, kann man eigentlich in jedes Unternehmen gehen. So gut wie jedes größere Unternehmen hat eben eine eigene EDV-Abteilung. Kann mich damit selbstständig machen, später mal wahrscheinlich ziemlich leicht sogar ein Startup gründen. Ich denke mal, die Welt steht einem offen, wenn man Informatik studiert hat.